Herzlich willkommen zurück hier auf dem Sedura YouTube-Kanal deiner Online-MPU-Vorbereitung. Heute haben wir wieder eine Erfolgsgeschichte, diesmal mit dem Daniel. Der ist mit Betäubungsmitteln aufgefallen und hat bei uns die Vorbereitung gemacht und seine MPU dann auch bestanden. Erstmal vielen Dank, Daniel, dass du heute zu uns gekommen bist. Wo kommst du her? Danke auch. Ich komme aus Karlsruhe. Aus Karlsruhe. Wie lange bist du gefahren? Waren fast 4 Stunden. Ach, 4 Stunden. Ja. Vielen Dank auch erstmal, dass du gekommen natürlich. Bist. Auch diese Gerne. Strecke in Kauf genommen hast, gerade auch mit mir darüber zu sprechen und auch anderen Menschen einfach zu zeigen, die auch dieses Problem hatten, so wie du einst, zu zeigen, dass das wirklich eine echte Dienstleistung ist, die wir hier anbieten. Was ist denn bei dir damals passiert? Warum wurde der Führerschein eingezogen? Ich wurde durch nicht angezogenen Gurt in der Verkehrskontrolle rausgezogen. Und da ist dann aufgefallen, dass ich rote Augen habe und zittrig war. Und dementsprechend wurde dann auch eine Urinkontrolle angefordert, die ich dann freiwillig zugestimmt habe. Und dann natürlich mit ins Krankenhaus für die Blutabnahme. Dann war ich positiv auf Cannabis. So meine erste Auffälligkeit. Wann war das gewesen? In welchem Jahr? Das war 2018 im September. 2018, ja. Und dann einen Monat später, weil ich nichts daraus gelernt habe, wurde ich gerade wieder angehalten. Es war dann Cannabis und Kokain. Abbaustoffe angefangen. Genau, Abbaustoffe. Für einen Monat danach? Einen Monat danach. Was hast du für ein Fahrzeug gefahren? Das war ein Audi A5 Coupé, also jetzt auch nicht besonders auffällig. Es war halt falsche Uhrzeit, um 1 Uhr nachts, Sonntag auf Montag. Und die erste Fälligkeit war 8 Uhr morgens, Arbeitsverkehr, genau. Ja. Und durch den Gurt haben die mich halt rausgezogen. Ja, klar, und dann kam das eine zum anderen. Ne? Genau. Ja. Und dann gab es da noch eine dritte Sache, ne? Ja, 2 Jahre später, weil ich natürlich aufs Auto teilweise angewiesen war, bin ich ohne Führerschein erwischt worden. Na, Klassiker. Genau. Ja, weil ich leider zu schnell war. Beim Beschleunigen auf die Autobahn, haben sie mich dann mit der Laserpistole erwischt. Ah, okay. Und dann haben die festgestellt, dass der Fahrer gar keinen Führerschein hatte. Ja, ich habe mich erst versucht, als mein Bruder auszugeben. Hat auch gut funktioniert. Der Polizist hat mich dann auch die Ordnungswidrigkeit unterschreiben lassen. Dann hat er auf Facebook nochmal meinen Namen kontrolliert. Der hat das extra auf Facebook. Genau. Das ist ein pfiffiger Polizist. Ja, ja. Und hat er gesehen, dass die Tunnels übereinstimmen, die Tattoos. Ja. Hat mich darauf angesprochen und dachte ich so, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Habe ich zugegeben. Ja. Aber gut, der Versuch war es wert. Ja. Aber das Wahnsinn. War wert. Ja. Ja. Und das war ja dann September, Oktober 2018 gewesen. Genau, ja. Mit den Drogenfahrten und 2 Jahre später. Ja. Ja, genau. Aber weißt du, wann der Führerschein damals eingezogen wurde? Ja, der wurde dann Dezember 2018 eingezogen. Also auch relativ zügig auch, nur noch 3-4 Monate. Es ging alles recht zügig, innerhalb 3-4 Monaten waren dann das Schreiben von der Führerscheinstelle da, dass ich das Gutachten, ein Gutachter abgeben soll oder halt verzichten soll, freiwillig. Ja, ja. Und du hast dann den Führerschein abgegeben? Ja, freiwillig habe ich darauf verzichtet, weil es einfach gar nicht machbar war in der Zeit. Dann es kommt dann schlagartig. Ne? Genau, ja, ja. Gab es dann irgendwelche Probleme bei dir beruflich oder privat auch durch den Führerscheinverlust? Sagen wir es mal so, man war eingeschränkter, genau. Ich hatte einen Arbeitskolleg, der mich dann mit auf die Arbeit nehmen konnte. Es war Gott sei Dank so machbar, aber privat dann doch sehr eingeschränkt gewesen. Ja, es ist nicht das Gelbe vom Ei gewesen. Auf jeden Fall. Und hast du dann aufgehört auch mit dem Konsum nach der Auffälligkeit 2018 oder hast du dann noch weiter? Ich habe dann einen Monat später oder 2 aufgehört, im Februar 2019. Habe mich dann auch beim Gesundheitsamt in meinem Ort für ein Abstinenzprogramm angemeldet, aber da ich noch nicht so Erfahrung hatte mit den ganzen Prozedere, auch Abstinenz, wie lange man braucht, um abstinent zu sein, habe ich mich zu früh angemeldet, einen Monat später angerufen, da hatte ich noch Restwerte vom THC und so hat sich das dann alles wieder gezogen, habe ich das alles zur Seite gelegt. Dann bin ich dann auf euch zugekommen, genau, mein Bruder hat euch empfohlen, der hat euch im Internet, glaube ich, bei Facebook gesehen. Ich habe mir dann dieses erste Video von euch angeguckt, hat mich sehr angesprochen, auch mit den 6 Monaten Abstinenz. Habe mir auf YouTube dann ein paar Erfolgsgeschichten angeguckt, die mich dann überzeugt haben. Jetzt sitzt du selber hier, ne? Genau, und jetzt sitze ich selber hier und erzähle von mir, genau. Ja, ich glaube, das war 2021 gewesen zu dem Zeitpunkt. 2021, genau. Ja, da ist ja einiges, hat sich auch einiges mehr
es wurde ja deutlich mehr Material ist auch schon hochgeladen auf YouTube. Also jetzt gibt es ja schon 400 Videos. Und jetzt gibt es deutlich mehr. Auf ist jeden eine Fall. Riesige Menge. Ja. Ne? Hattest du nicht da zu diesem ganzen Prozess, zu diesem Zeitraum so von 2018 bis Ende 2020, hat sich das schon mal so informiert? So, was ist eine MPU? Wie sieht es da aus? Ist das fair? Ist das unfair? So, ich habe mich informiert. Ich hatte auch ein paar Freunde, die damit schon involviert waren in die ganze Geschichte. Es waren aber diese Standard-MPU-Beratungsstellen, wo ein Einzelunternehmer dir hilft. Genau, da waren dann auch zwei Kontakte, die ich hatte. Die hatte ich dann eigentlich auch in Erwägung gezogen, mich da bei denen zu melden. Aber dann kam das mit euch früher und... Was haben so deine Kollegen da gemacht? Hatten die MPU dann bestanden oder gab es da auch Probleme? Tatsächlich nicht, haben sie nicht bestanden. Da einfach die Materie nicht so gut erklärt wird, so wichtige Sachen wie bei euch, dass man in der Ich-Form spricht, nichts verharmlost und da waren so Kleinigkeiten, die dann einfach gefehlt haben bei den normalen MPU-Beratungsstellen, sage ich jetzt mal. Genau, und man bekommt auch seine Akte nicht so gut ausgewertet, beziehungsweise eigentlich gar nicht. Mhm. Das Einzige, was sie sagen, ja, guck dir deine Akte vor deinem Termin an, dass du weißt, welche Werte du hattest. Ansonsten wird da nicht so groß auf die Akte eingegangen. Ja, ja. Obwohl die Akte natürlich essentiell ist, weil da ja alle Informationen drinstehen, die der Gutachter später auch von dir haben wird. Und wenn du irgendeine Aussage tätigst und in der Akte steht aber was anderes, ist es auch schon wieder sehr schwierig. Ne? Ja. Und jetzt zu erwarten von jemandem, der noch nie das gelernt hat, richtig Akten zu analysieren und auszuwerten, ist natürlich auch eine gewisse Nummer. Ne? Ja. Aber dann hast du ja tatsächlich uns dann gefunden. Warst du da am Anfang skeptisch gewesen? Teilweise oder? Ja, weil wie man es kennt, 12 Monate mindestens Abstinenz, das ist ja so gang und gäbe, wie man es kennt eigentlich, aber mit euren 6 Monaten, genau, da war ich erst skeptisch, ob das überhaupt machbar ist. Und auch wegen der Dienstleistung, auch dass sie komplett online war? Tatsächlich ja. Ja, ich dachte, man braucht da eher den persönlichen Kontakt, Bezug, um da wirklich dann positiv aus der Geschichte rauszukommen. Aber mit, bin der lebende Beweis, genau, dass es auch mit einer Online-Unterricht machbar ist. Aber hättest du vorher gedacht, dass es mit einer Online-Schulung auch gehen würde? Erst nicht gedacht. Ja, das denken tatsächlich viele, also dass man wirklich den persönlichen Kontakt braucht, sonst funktioniert das nicht, weil viele noch diese alten Gedanken haben vor der Zeit, vor dieser ganzen digitalen Schiene und sagen, das funktioniert nicht. Aber ich meine, jetzt sehen wir uns auch das erste Mal persönlich, sonst die letzte Zeit gar nicht, nur wenn überhaupt digital und das funktioniert einfach. Ne? Das funktioniert. Was hat dir so bei uns am meisten gefallen? Also, kannst du mir so 3 Dinge nennen, die dir bei uns während der Vorbereitung so am meisten zugesagt haben? Also am meisten fand ich doch die Kontaktaufnahmen über Facebook sehr gut, dass man seine Anliegen in der Gruppe posten konnte und innerhalb von wenigen Minuten seid ihr drauf eingegangen, habt die Fragen beantwortet. Die Klarheitssprechstunden fand ich sehr gut, dass man dann auch nochmal persönlich sprechen konnte. Und die Videos, dass die sehr ausführlich gestaltet worden sind, dass es wirklich für jedermann verständlich war und ist. Und das ist einfach sehr smart gelöst. Ne? Ja, wobei hat dir denn Sedura am meisten geholfen oder genau geholfen? Am meisten hat mir Sedura in der, Bürokratiegeschichte geholfen, wie man die ganzen Anträge stellt, wann man die Anträge stellt und wie man da einfach vorgeht. Genau, das am Anfang sehr kompliziert. Man weiß nicht genau, was man ausfüllen muss, wo man hinrennen muss, um es zu beantragen. Und das war bei euch sehr ausführlich. Da hat man sich dann keine Gedanken mehr machen müssen. Ja, es gibt ja auch die Demo-Videos mit den Anträgen, die als Muster ausgefüllt schon sind und so. Genau. Das hilft natürlich ungemein Menschen. Ja. Ne? Was fandest du denn so besonders schwer an diesem ganzen MPU-Prozess? So aus deiner Erfahrung nach. Also schwer war dann tatsächlich die MPU selber. Die Vorbereitung habt ihr sehr einfach gestaltet. Aber auch da muss man es natürlich hintersetzen. Ja, natürlich, man muss diszipliniert sein und der Wille muss da sein, dass man wirklich auch seinen Führerschein zurückhaben will, weil ohne Arbeit, ohne Disziplin erreicht man nichts, auch bei der MPU, gerade bei der MPU. Und
da habt ihr mir doch sehr viel Angst genommen. Mit welchem Gefühl bist du denn zur MPO gegangen? Als Sieger. Ja, neben dem guten Gefühl. Ich war doch sehr gut vorbereitet und ging auch mit sehr gut Gefühl. Ja, du hattest natürlich aufgeregt, nervös. Ja, ja. Ist ja eine Prüfung, ja, die man angeht. Aber ich war doch sehr gut Gedanken. Ja. Ja, genau. Und wie war dann die MPU bei dir? Also wie war der MPU-Tag gewesen? Der MPU-Tag war wie folgt, dass ich um 9 Uhr meinen Termin hatte, wurde dann aufgenommen, habe dann einen Fragebogen zuerst ausfüllen müssen, den habe ich abgegeben, dann bin ich dann schon direkt zur Psychologin eingerufen worden, die hat mir dann auch was zu trinken angeboten, war sehr nett, hat auch gemerkt, dass ich aufgeregt war, mir direkt die Nervosität genommen. Und dann hat sie meine Akte kurz durchgeguckt, hat sich ein paar Stichworte aufgeschrieben und anhand meiner Auffälligkeiten mir dann Fragen gestellt. War es mehr so wie ein Gespräch oder fandst du mehr, das war so eine Art Verhör oder wie würdest du das bewerten jetzt? Das war mehr wie ein Gespräch, genau. Sie hat die einzelnen Auffälligkeiten aufgezählt und dann sind wir dann mehr ins Detail in einem Gespräch reingegangen. Die hat mir auch viel Zeit gegeben zum Antworten. Ich habe mir sogar Notizen gemacht. Also ich habe mir Notizen gemacht, die durfte ich dann auch angucken. Und also war kein Problem da. War gar kein Problem, ja. Soll jetzt keine DIN A4-Seite sein oder auch nichts ausgedruckt, einfach eigene Stichwörter, dass man einen kleinen Gedankenanstoß bekommt. Das Gespräch war an sich dann einfach ganz locker gewesen. War ganz locker, ja. Hast du dann Feedback bekommen ganz am Ende des Gesprächs? Ich habe ein Feedback bekommen, ja. Es stand am Anfang zwischen der Nachschulung, diesem Kurs, der FFV 70-Kurs, genau, und einem positiven Gutachten. Sie hat dann aber noch auf die Ärztin gewartet. Die Ärztin zum Schluss hat mir dann gesagt, dass ich mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gehen kann. Das ist sehr cool. Weißt du, wie lange hat das gedauert, bis das Gutachten dann auch angekommen ist bei dir? Viereinhalb Wochen. Das ist eine ekelhafte Zeit, ne? Ja, zu warten. Ja. Guckst den ganzen Tag im Briefkasten. Ja, ist so sieht's aus. Jeden Tag habe ich ihn zweimal im Briefkasten am Tag geguckt. Und Und dann hast du aber bestanden ohne FEV 70 Kurs. Tatsächlich, also komplett ohne Kurs, ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Ich habe am Samstag dann das Gutachten erhalten. Am Montag habe ich mich direkt bei der Führerscheinstelle gemeldet, durfte am selben Tag das Gutachten noch persönlich vorbeibringen, trotz dass sie keine Sprechzeiten zu dem Tag hatten. Die Dame meinte auch, sie wird es innerhalb 1-2 Stunden durchsichten. Habe dann am selben Tag sogar noch den Anruf bekommen, dass ich dass alles gut ist und mein Führerschein rausgeschickt wird. Daraufhin haben wir dann einen Termin für den nächsten Tag gemacht und ich konnte ihn persönlich abholen. Ja, also direkt hast du am Dienstag dann auch. Ja, also 3 Tage später nach Erhalt des Gutachtens hatte ich dann auch schon den Führerschein da. Das ist geil. Wie lange hast du den Führerschein nicht gehabt? 4 Jahre? Fast 4,5, nein, sogar mehr. 2018 Dezember abgegeben, 2023 Mai erhalten. Ja, Wahnsinn. Wie ist das Gefühl jetzt wieder mit dem Führerschein? Das ist unbeschreiblich. Also, habe ich keine Worte für. Es ist eigentlich wie Weihnachten, Geburtstag, alles zusammen. So als hättest du den Führerschein wahrscheinlich das erste Mal. Ja, sozusagen. Ja, so hat sich's angefühlt. Ja. Und das Privatleben dadurch einfach wahrscheinlich wieder stabil. Auf jeden Fall stabil. Man ist unabhängig. Man muss nicht sich auf andere Leute verlassen, ob man abgeholt werden kann oder sonst was. Mit der Arbeit ist es viel angenehmer geworden. Man lebt wieder richtig. Ja. Was hast du so für ein Learning mitgenommen jetzt aus dieser ganzen MPU-Geschichte, so für dich, fürs ganze Leben? Als allererstes auf jeden Fall, dass keine Droge oder kein Rausch der Welt das einem gibt, was ein Führerschein gibt. Einfach, das habe ich gelernt, dass einfach ohne Führerschein das Leben echt hart sein kann und dass es nichts anderes das gleich gibt wie den Führerschein. Das ist ein sehr cooles Learning. Jetzt letzte Frage noch an dich. Wen würdest du denn uns empfehlen, gerade auch die Menschen, die sich vielleicht auch das Video anschauen, gerade was würdest du den Menschen so am liebsten sagen würden, wenn du die Chance dazu hättest? Auf jeden Fall, wenn ihr Probleme mit der MPU habt, dass ihr gerne zur Setura gehen könnt. Euch wird da sehr geholfen. Wenn ihr das erste Mal mit dem Thema beschäftigt seid, dass jegliche Informationen, die notwendig sind, bei der Setura erhält, ihr perfekt auf die MPU vorbereitet wird und
man mit sehr, sehr gutem Gefühl da an die ganze Sache rangehen kann. Ja. Ohne Skepsis, ohne schlechte Gedanken. Ja, ja. Genau. Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Daniel, dass du heute da warst und auch mit mir darüber gesprochen hast. Und wenn du dir das Video gerade auch angeschaut hast und du auch MPU-Probleme hast, dann kannst du dich gerne bei uns eintragen zu einem komplett kostenlosen Erstgespräch. Das ist sehr einfach gelöst. Hier unter diesem Video ist eine Videobeschreibung. Da findest du einen Link, der führt zur Website. Da kannst du dich eben in ein paar Sekunden eintragen zu einem kostenlosen Videoberatungsgespräch und da erklären wir dir genau, wie wir es schaffen, dass du auch deine MPU mit einer kürzeren Abstinenz bestehst oder sogar, wenn du Medizinal-Cannabis-Patient werden möchtest, wie dieser Prozess für dich so aussieht, dass du auch später als Cannabis-Patient komplett sorgenfrei in Deutschland Auto fahren kannst. Der Link ist wie gesagt hier in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Dein Dustin Sehnewald von der Firma Sedura Consulting GmbH. Sedura würde ich jedem empfehlen, der Probleme mit seinem Führerschein hatte und ihn wiederbekommen möchte und ihn vor allem schnell, effektiv und beim ersten Mal wiederbekommen möchte.